Moin Moin Leute, Ahrensburger Alex, wie immer hier, willkommen zu einer weiteren Runde Custom Zombies in natürlich Call of Duty Black Ops 2. Übrigens heute mit dem Ein Herz für Zombies Shirt, beziehungsweise Hoodie, denn wir haben ja heute mal ein Herz für Zombies. Auf jeden Fall habe ich euch ja schon im letzten Video gesagt, dass ich euch mal die Halloween oder beziehungsweise die Combine Zombie Map Karte, also von der Online Map Combine, die Zombie Version, die hat jemand erstellt. Auf jeden Fall ist die ziemlich nice geworden, ist halt so ein Halloween Stil, heißt wir haben hier überall so Kürbisse und bald ist, glaube ich, auch wieder Halloween. Wann ist eigentlich Halloween? Ich glaube, Ende des Monats oder sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ich zeige euch diese Map mal. Und ja, deswegen seht ihr heute dieses Video hier. Aber auf jeden Fall ist das halt einfach die Karte von ganz normal Online-Modus. Mit halt ein paar Zombie-Spawns gemacht, ein paar Perk-Maschinen und so weiter und so fort. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze hier aussieht. Ich habe die Karte bisher noch nicht so wirklich gezockt. Ich habe nur einmal ausgetestet, ob das Ganze funktioniert, aber das muss man mittlerweile eigentlich gar nicht mehr. Das war in World at War eigentlich immer der Fall, dass du die Karten erstmal lieber vorher ein bisschen testest, ob die überhaupt laufen. Aber hier irgendwie bei Black Ops 3 werden die so gut entwickelt, beziehungsweise das Ganze ist halt einfach so easy anscheinend zu erstellen, dass du, ja, dass die eigentlich sofort laufen. Also alles perfekt. Auf jeden Fall werde ich euch die Karte so ein bisschen mal zeigen. Werden versuchen so ein bisschen hier, ja, ein paar Sachen zu entdecken. Vielleicht eine Waffe zu punchen. Wer weiß, weil ich bin ja nicht so der High-Round-Spieler, wie wahrscheinlich die meisten von euch schon wissen. Weil das für mich einfach irgendwann zu langweilig wird. Und ich habe halt gerne Spaß an Videospielen. Und ja, sitzt da nicht irgendwie 5 Stunden in der Ecke. Ist halt einfach nicht so meins. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, wir begeben uns gleich mal in den nächsten Bereich der Karte. Den mittleren Bereich der Karte. In der Hoffnung, dass da eine Waffe ist. Die Nuke, perfekt. Ich glaube, ich gehe mal hier oben lang. So irgendwann, dass du hier gar nicht boosten kannst. So 1500 Punkte und jetzt boosten wir hier und gehen an der Wand entlang. Oder auch nicht. Yay. Was haben wir denn hier? Hier ist eine VMP an der Wand. Ist hier drin noch irgendwas? Hier haben wir noch einen Kürbis. Hier haben wir einen Kürbis ohne Gesicht. Da noch ein Kürbis. Also, die Map kriegt von mir 10 von 10 möglichen Punkten für schöne Kürbisse. Da haben wir sogar Jugger. Ich muss mal gucken, wo... Ja, okay, Strom müssen wir auch noch aktivieren. Ich muss mal gucken, wo Strom ist. Hallo, Strom. Da haben wir eine Kiste auf jeden Fall. Das ist schon mal gut zu wissen. Aber ich glaube, ich hau den noch mal schnell weg, weil er ein bisschen schneller unterwegs ist, der Assi. Ich glaube, der ist über dem Tempolimit. Den müssen wir natürlich ausschalten. Da haben wir sogar doppelte Punkte. Perfekt. So. Geh down. Schnell, 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 schnell. Einmal in die Kiste. Kommt da ein Zombie. Da kommt einer sehr, sehr langsam. Ich möchte noch ein paar Zombies mitnehmen, solange wir doppelte Punkte haben. Faro. Naja, okay. Kann mit leben. Die macht auf jeden Fall viele Punkte. Noch Instagram haben wir hier. Noch 2 Kills schnell machen. Das war's noch nicht mal. Das war's noch nicht mal. Wo ist denn der andere? Ja, du lässt hier aber auch richtig viel Zeit, mein Junge. Immer noch nicht der letzte. Jetzt aber vielleicht. Jawohl. Wir haben sogar knapp 3000 Punkte. Das heißt, wir werden jetzt erstmal gucken, wo wir denn hier den Strom aktivieren können. Beziehungsweise, nee, ich glaube, ich werde erstmal eine weitere Runde hier überleben. Nochmal ein bisschen an die Kiste gehen. Ich will noch eine gute Waffe haben. Weil aktuell brauchen wir nämlich nicht wirklich Juggernaut. Runde 4 ist jetzt nicht so brenzlig. Jetzt habe ich Argus. Boah, nee. Bitte nicht, nein. Ich hasse diese Waffe. Oh, was haben wir jetzt? Die SVG, okay. Ahrensburger Alex ist wieder am Start, Leute. Macht euch bereit. Diese unglaubliche Sniper-Skill. Die habe ich gar nicht getroffen, was? Oh mein Gott. Wie kann ein Mensch bloß so heftig sein im Snipen? Das liegt natürlich nicht an der Aim-Hilfe, Aim-Assist, wenn du mit Controller zockst. So, das ist einfach nur mein Skill. Merkt euch das, Leute. Merkt euch das. So, ist er der Letzte? Ich glaube, ja. Im Sniper machst du halt nicht so viele Punkte. Das ist mal der große Negativpunkt. Ah, da sind noch ein paar. Also einer immerhin. Da hinten noch irgendwo einer. Hallo. Zombie? Da kommt er doch. Geht doch. Danke sehr. So, komm, wir gehen jetzt mal an die Kiste ran. Ich würde sagen, gehen wir noch zweimal ran, beziehungsweise, wenn wir jetzt was Gutes rauskriegen, dann gehen wir halt nur einmal ran. Ich möchte am liebsten halt, wenn ich einen Sniper habe, die Locus. Ja, danke dir. Oder ansonsten halt noch irgendwie was anderes Praktisches. Was haben wir hier? Die Wunderwaffe, nehme ich mal mit. Macht zwar jetzt auch nicht so viele Punkte, aber wir können immer snipen. Also Leute, viele von euch wollen Sniper-Gameplay sehen. Hier habt ihr Sniper-Gameplay. Und zwar vom Feinsten. So, perfekt hier mit der Locus. Ihn nochmal weg. Und ihn weg. Da kommt noch irgendwo einer. Da höre ich einen. Da spawnt sogar einer neben mir direkt. Hallo. Bye, bye. Was? Der ist nicht gestorben? Was soll die Kacke hier? So, weg mit denen. Da haben wir eine Death Machine, nehme ich mit. Oh mein Gott, hinter mir ist einer. Nix da. Death Machine ist immer am Start, wenn es brenzlig wird. Da sind noch zwei. Der eine hängt sogar an dem anderen Zombie fest. So, weg mit denen hier. Und 1500 Punkte haben wir knapp.
Wo ist denn jetzt der letzte? Ach, da. Auch nicht der letzte. Du bist der letzte, oder? Du vielleicht? Okay, ist geschafft. Ich werde mal... Wo könnte denn Strom sein? Ist jetzt die Frage. 2000 Punkte brauchen wir hierfür. Können wir uns aktuell nicht leisten. Da hinten ist auf jeden Fall die Kiste. Das wissen wir ja schon. Hier auch. 2000 Punkte vielleicht. 2000 Punkte. Okay, Hunderunde ist angesagt. Ich meine, die Wunderwaffe, glaube ich, für die Runde. Können wir hier vielleicht reinklettern? Geht auch nicht. So, weg mit dir, Hundi. Geht der Hund gerade auch weg. Da hinten ist noch einer. Oh mein Gott, zwei auf einmal. Ey, geht doch down. Geht doch. Oh mein Gott. Also langsam wäre halt Strom nicht schlecht. Hier, okay, 2000 Punkte ebenfalls. 3000 Punkte brauchen wir hierfür. Wie viele Punkte brauchst du hier denn auf der Karte? Da wäre es, glaube ich, doch besser gewesen, hätten wir die Farbe einfach behalten. Hier drin vielleicht. Oh, bitte sei hier Strom. Strom. Jawohl, hier ist der Strom, perfekt. Was haben wir hier noch so schönes? Da haben wir noch ein Bowie Knife. Kostet natürlich auch 3000 Punkte. Können wir jetzt hier rausgehen eigentlich? Können wir gar nicht. Ist leicht problematisch. Wir gehen mal noch hier oben. Ich glaube, hier können wir mal raus. Oh mein Gott, das ist eigentlich der beste Spot für Zombies. Komm, wir testen es jetzt einfach mal. Ich warte jetzt einfach ab, bis hier ein paar Zombies kommen. Hauen wir den hier mit der Wunderwaffe weg. Sein Kollegen da unten auch, glaube ich. Perfekt. Wir müssen jetzt ein paar mehr auf dem Haufen bitte kommen. Okay, den einzelnen haue ich jetzt mal so weg. Und den Rest mit der Wunderwaffe hoffentlich. Wenn dann mal ein paar mehr auf dem Haufen kommen würden. Da haben wir welche. Da haben wir... Oh, oh. Let's go. So will ich das hier sehen. So und nicht anders, bitte. Da haben wir mal zwei. Ist da noch irgendwo einer? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Auf einmal so viele. Shit, 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 shit. Ich mach einmal so. Die verrecken, glaube ich, jetzt alle. Jawohl, Wunderwaffe ist einfach, ja, die beste Waffe. Was soll man dazu sagen? Großartig. Okay, 100 Punkte brauchen wir noch. Kriegen wir auch easy. Und jetzt können wir uns, ach, Max immer. Jetzt können wir uns Juggernaut holen. Perfekt. Ich glaube, viel auf dieser Karte gibt es halt einfach leider nicht zu entdecken, muss man leider sagen. Das heißt, das Video wird wahrscheinlich etwas kürzer sein. Für gewöhnlich sind die immer so halbe Stunde, dreiviertel Stunde lang. Aber das letzte war ja auch schon Viertelstunde lang. Und ich weiß auch nicht. Kurze Videos werden halt irgendwie bei mir nicht so oft gefeiert wie die längeren Videos, habe ich das Gefühl. Weil die hatten irgendwie nur die Hälfte der Klicks gehabt. Ich weiß nicht, was da mit YouTube abging oder was da mit euch abging. Wollt ihr lieber längere Videos haben oder kürzere? Also so 15 Minuten oder lieber so halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Schreibt es mal in die Kommentare rein. Würde mich mal echt interessieren. Auf jeden Fall, ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie die kürzeren Videos geworden, zumindest das letzte Wort, hat nicht so oft geklickt wie die anderen. Kann auch sein, dass es ein komplett anderes Video mal war. Wo tatsächlich sehr, sehr viele Leute sogar drauf reingefallen sind. Auf einfach diesen puren Sarkasmus meinerseits. Mit den drei besten Zombie-Karten. Die letzte, beziehungsweise die erste Zombie-Karte, Platz 3 also. War halt noch so eine Karte, die okay war. Sagen wir es einfach mal so. Jetzt war nicht die beste Karte, aber auch nicht die schlechteste. Aber dann haben tatsächlich Leute geglaubt, dass ich 1 und 2 ernst meine. Leute, was ist eigentlich los mit euch? Jetzt mal ganz im Ernst. Das hat doch eigentlich jeder erkannt, dass das nicht ernst gemeint war. Auf jeden Fall, ich hatte meinen Spaß mit dem Video gehabt. Ich glaube, viele von euch hatten auch ja, ihren Spaß an dem Video gehabt. Auf jeden Fall, das ja, Feedback war eigentlich sehr, sehr gut. Auch wenn es halt für gewöhnlich gar nicht so viele Dislikes bei mir gibt. Aber bei dem Video gab es echt viele Dislikes im Vergleich zu den anderen Videos. Aber wiederum auch sehr, sehr viele Leute, die geschrieben haben, dass das echt witzig war. Also vielleicht mache ich solche, ja, Sarkasmus-Videos in Zukunft nochmal des Öfteren, mal schauen. Aber jetzt aktuell wollen wir uns erstmal auf Combine konzentrieren. Wo ist denn hier der Zombie? Ich höre ihn irgendwie in der Nähe. Da ist er doch. Geht doch. Schon wieder Max-Ammo. So, wir haben jetzt knapp 2000 Punkte. Wir brauchen, glaube ich, 3000, um in diesen Bereich hier zu kommen. Den werde ich auch gleich mal betreten. Oh mein Gott. Wo kommst du denn auf einmal her, du? Leider macht das Scharfschützengewehr nicht so viele Punkte. Ich würde halt schon irgendwie gerne viele Punkte haben. Dafür brauche ich eine Faro, aber ich würde auch schon irgendwie gerne meinen Mega-Sniper-Skill zeigen. Zwei auf einmal. Die Muni wird knapp, beziehungsweise müssen nachladen. Ich nehme mal kurz für die Wunderwaffe, weil es ein paar Zombies hier sind. Aber auch nur ein paar. So, knapp 3000 Punkte haben wir schon. Ich hau nochmal die hier weg. Jawohl, verreckt. Das ist ein Einzelner. Und zwei auf einmal. Ach, doch nicht. Okay, 3000 Punkte haben wir zusammen. Hinten sind noch zwei auf einmal. Doppelte Punkte, perfekt.
So, da haben wir genug Punkte. Und übrigens, Leute, ich bin mittlerweile wieder so ein bisschen aktiv auf Snapchat geworden und auf Instagram. Könnt ihr mir also auch gerne folgen. Link dazu findet ihr immer in der Beschreibung. Heiße bei beiden auch Ahrensburg Alex. Also sollte es easy zu finden sein. Hier haben wir übrigens Packer-Punch. Sehr gut. Das heißt, wir werden wahrscheinlich gleich punchen. Ich weiß nicht. Die Lokus braucht man eigentlich noch gar nicht punchen. Ich brauche halt so Mule Kick am besten. Ich will noch eine dritte Waffe haben. Doppelfeuer wäre halt auch nicht schlecht. Aber Mule Kick oder Eselstritt wäre halt perfekt, weil ich will halt auch irgendwie Punkte machen. Ich will auch irgendwie nebenbei auch snipen. Also, Punkte machen und snipen, das passt halt irgendwie einfach nicht zusammen. Da kommen jetzt ordentlich viele, glaube ich. Schade, dass man nicht sehen kann, wie viele Zombies noch übrig sind. Das wäre echt praktisch. So, da ist sonst keiner mehr. Weg mit denen da, weg mit ihm. Sein Kollege darf auch weg. Und da sind ein paar hintereinander sogar. Schnell nachladen. Oh mein Gott. Jetzt kommen nur einige. Easy, weg mit denen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hilfe. Ich spiele sehr, sehr leichtsinnig gerade. Aber wir schaffen alles. Wir schaffen es easy hier. Easy ist das für uns. Und das war schon die Runde. Perfekt. Dann gucken wir kurz, wie toll war es hier. 2000 Punkte. Kaufen wir einfach mal auf. Da haben wir Doppelfeuer. Perfekt. Und Mule Kick. Haben wir das hier? Oh, bitte sag mir, dass du hier bist. Deadshot. Was soll ich denn mit Deadshot? Oh, nee. Oh, nee. Och, ich will doch keinen Deadshot haben. Mensch, da. Wo ist ein Mule Kick, ey? Na, da ist noch ein Hundi. Hinter mir auch noch irgendwo. Was? Nicht getroffen? Okay, es war auch keiner mehr da. Wo ist denn hier Mule Kick, verdammt nochmal? Oh mein Gott. Jawohl. Der Hundi ist auch da und Max Ammo kriegen wir jetzt auch. Hier muss doch irgendwo Eselstritt sein. Da haben wir auf jeden Fall Stamina ab. Aber wo ist Mule Kick? Da haben wir Speedkohle auf jeden Fall. Sobald wir 2000 Punkte haben, werde ich auf jeden Fall nochmal Doppelfeuer holen. Doppelfeuer ist immer sehr, sehr praktisch. Was? Was war das denn jetzt? So, weiter geht's. Oh mein Gott! Ich laufe direkt in die Zombies rein. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, für gewöhnlich greifen Zombies dich an. Nein, ich greife einfach die Zombies an und versuche sie zu essen. Guter Plan von dir, Alex. Sehr, sehr guter Plan. Ist auf jeden Fall aufgegangen, würde ich mal sagen. So, erstmal als nächstes Juggernaut holen, würde ich sagen. Wir haben zum Glück die Wunderwaffe. So, her damit. Dann haben wir gleich wieder unsere alten Perks. Da ist das, glaube ich, der letzte Zombie, so wie es aussieht. Ein kleines Missgeschick ist mir passiert, weil ich halt nicht so konzentriert bin, weil ich halt nebenbei so viel am Labern bin. Jupp, perfekt. Jetzt schauen wir uns mal um. Ich brauche irgendwie Mule Kick am besten. Weil ich will nicht meine Wunderwaffe abgeben, ich will auch nicht meinen Sniper abgeben. Aber ich glaube, so wie es aktuell aussieht, muss ich eine Waffe abgeben. Weil die jetzt nicht so super geil ist. Vielleicht hinten bei... Bei der Packer-Punch-Maschine irgendwo. Ich hab's irgendwie übersehen. Hier ist nichts. Hier auch nichts. Ja, hier in der Ecke ist leider auch nichts. Ich kann halt nur hier. Ich kann halt hier nur punchen. Hier vielleicht. War hier schon? Ich glaube auch. Oh, was? Das killt gar nicht mehr, der Sniper. Also ich bin jetzt die gesamte Map nochmal abgegangen. Ich finde hier irgendwie gar keinen Mule Kick. Das heißt, ich werde wahrscheinlich gleich die Wunderwaffe abgeben, weil wir jetzt auch nicht mehr so viel Munition haben. Weil während ich hier rumgelaufen bin, eigentlich nur mit der Wunderwaffe gezockt habe. Ja, geile Aktion. Während ich nachlade, kommt dann Zombie von vorne. Super gemacht. Jetzt müssen wir quasi snipen. Auch wenn ich jetzt nicht so Bock da drauf habe. Oh, Insta-Kill, perfekt. Wo können denn die... Wo jetzt? Nee, ich will doch nur Mule Kick haben. Ich gehe jetzt einmal an die Kiste ran. Wir haben nämlich keine Muni mehr für die Wunderwaffe. Und eine vollautomatische Waffe wäre halt... Ach, es ist doch nicht normal. Eine Faro. Wer will denn das Ding haben? Ich meine, die macht Punkte. Ja, schön und gut. Aber jetzt müssen wir halt irgendwie keine Punkte machen, sondern eher... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir müssen eher killen gerade. Oh mein Gott. Hilfe. Jawohl. Das ist easy noch für uns. Jetzt haben wir auf jeden Fall genug Punkte für Juggernaut. Perfekt. Mal hier schnell durchrutschen. Oh, ich kann ja gar nicht mal durchrutschen. Oh was, oh was, oh was. Hilfe. Schnell. Einmal über die Brücke hier. Hier vor, da kommen wir nochmal. Macht auf jeden Fall so deutlich mehr Laune als irgendwie, keine Ahnung, ja. High Round mit 1000 Perks. Das spawnt einen. Wir rennen einmal direkt hier raus. Dass wir ein bisschen mehr Platz hier haben. Oh, da liegt eine Death Machine drin. Toll, mittendrin. In den Zombies liegt eine Death Machine. Geile Aktion. Mega geile Aktion, du. Perfekter Spot zum Droppen von sowas. Jetzt aber.
Jetzt aber. Oh, und genießt das Metzeln, Leute. Da haben wir noch eine Nuke und doppelte Punkte. Oh, das war's schon. Max Ammo liegt da auch. Da spawnen sogar noch welche, okay. So, holen wir die Nuke. Doppelte Punkte. Und jetzt nochmal schnell Max Ammo. Jetzt haben wir sogar 5000 Punkte. Das heißt, ich werde mal schnell zu Doppelfeuer gehen. Weil Doppelfeuer ist immer sehr, sehr praktisch. Sagen wir es einfach mal so. Okay, ist eh eine Hunderunde. Perfekt. Das heißt, ich kann also nochmal zu Speedcola gehe ich, glaube ich. Oder soll ich an die Kiste gehen? Ich glaube, ich gehe an die Kiste. Ich finde doch ein bisschen besser, weil die Faro ist jetzt nicht so geil, wie ich finde. Golasso! Dein Scheiß Ernst? Ja, sowas passiert, wenn man Mitbewohner hat. Oh mein Gott! Jetzt ist die Haymaker weg! Toll gemacht, Kevin! Du hast mich voll abgelenkt! Immer diese Kevins, ey! So, komm, noch einmal in die Kiste ran. Ich hole mir mal Max Ammo in der Zwischenzeit. Jetzt haben wir hier die Dredge. Boah, nee. Das kann doch nicht wahr sein. Och, und Teddybär jetzt. Jetzt habe ich eine Dredge am Hals. Eine Locust und eine Dredge. Es geht doch kaum schlimmer. Ich hasse die Dredge. Schlimmste Waffe für mich. Ich meine, sie hat Wumms. Kann nichts gegen sagen. Aber du bist halt einfach mehr als unbeweglich mit dem Ding. Oh mein Gott. Es gibt ein Endgame? Irgendwie gibt es ein Endgame, aber irgendwie auch nicht. Ist irgendwie leicht verbuggt anscheinend, der Spot. Nein! Das Ding gilt nicht mal mit One Burst. Oh mein Gott. Komm, wir versuchen hier das Endgame hinzubekommen. Immer ein kleines Ziel. Da liegt irgendwas. Aber ich brauche zu lange, um diese scheiß Waffe nachzuladen. Oh mein Gott! Sacre bleu! So, was lag da hinten? Insta-Kill wäre sehr, sehr nice. Wir riskieren es jetzt einfach mal und gehen da rein. Wo war denn das jetzt eigentlich? Insta-Kill. Jawohl. Dann mal schnell hier alle weghauen. Da liegt noch eine Death Machine. Das ist sehr gut. So, wir können gleich erstmal punchen. Aber ich brauche erstmal die Kiste. Wo ist denn hier die Kiste jetzt aktuell? Sale haben wir auch. Perfekt. Obwohl hätte ich mir sparen müssen. Bis zum Ende der Runde. War jetzt vielleicht nicht der beste Move. Obwohl viele sind es glaube ich auch nicht mehr. Komm, einfach schnell ran hier. Wo ist noch eine Kiste? Kiste. Da hinten ist noch irgendwo eine. Nehmen wir jetzt einfach mit. Haymaker. Jawohl, okay, Runde ist vorbei. Bretschi auch noch, nehme ich kurz mit. Jetzt komm noch einmal. Aber warum gebe ich nicht die Dredge ab? Wohl, zwei Shotguns wären es auch nicht so geil. Ah, Raygun. Egal, nehme ich jetzt mal mit. Schnell zum Punchen, dann punchen wir einfach mal die Bretschi, weil die hat ordentlich Wumms. So, einmal rein hier. Weg hier. So, da haben wir schon mal die gepunchte Bretschi. Schon mal sehr, sehr gut. Wir müssen jetzt gleich erstmal ein paar Perks holen und dann können wir Punkte sparen. Wobei, ich habe jetzt eigentlich auch nicht die besten Waffen, um Punkte irgendwie zu machen. Weil Shotgun und Raygun machen halt nicht viele Punkte, aber sie killen halt. Beziehungsweise Raygun killt halt meistens mich irgendwie. Okay, die Kiste ist irgendwo da hinten im Haus drin. Schon mal gut zu wissen auf jeden Fall. Okay. Ihr kriegt mich nicht, Zombies. Ihr kriegt mich nicht. Das wisst ihr ganz genau, oder? Wobei, ich bin ein paar Mal durch reingelaufen irgendwie. Da liegt ein Nuke. Nehme ich kurz mit. Instakill liegt da auch. Guck ich nur Instakill. Und Max Ammo haben wir auch bekommen. Perfekt. Da ist noch einer. Noch irgendwo einer vielleicht. Du bist der Letzte. Jawohl, er war der Letzte. Schnell noch die Nuke schnappen. Und noch einmal an die Kiste ran. Oder nee, wir gehen erstmal schnell zu Speed Cola am besten. So, einmal schnell an die Kiste ran. Die Raygun gebe ich gerne ab. Was haben wir da? Die HVK. Okay, die möchte ich jetzt nicht unbedingt haben. Ich brauche halt, wenn dann, so eine Dingo oder sowas. Oh, eine Death Machine. Sehr gut. Juckt die gar nicht, dass sie angehittet werden? Ist halt einfach die Raygun. Oh mein Gott. Doppelte Punkte. Sehr gut. Sehr gut. Weg mit dir da hinten. Weg mit euch. Weg mit dir. Weg mit dir. Du darfst auch verrecken. Jawohl. So will ich das hier sehen. Das spawnt sogar frisch. Und Sale haben wir noch. Hier ist noch einer. Na komm. Solange doppelte Punkte sind und Delphi schien, ist einfach das Geilste. Weil du einfach so viele Punkte machst auf einmal. Oh, die ist gleich vorbei. Die ist gleich vorbei, muss ich aufpassen. So, nochmal schnell an die Kiste ran. Ganz, ganz schnell aber. Ich einmal hier noch lang. Aber ich weiß nicht, wo die Kiste genau ist. Was haben wir da? Monkeys! Jawoll! Oh mein Gott. Das wäre es jetzt auch gewesen. Und die machen mittlerweile nur noch Krabbler. Beziehungsweise Raygun macht nur noch Krabbler. Das heißt, ich werde auf jeden Fall mindestens dreimal an die Kiste gehen. Vielleicht haben wir in der Zwischenzeit was Gutes dabei, was wir punchen könnten.
Ach, schon wieder die HVK. Ich nehme jetzt einfach kurz mit. Also unfassbar, wie oft wir die HVK jetzt rauskriegen. Zweimal in Folge. Wobei, es jetzt nicht gerade oft, aber es ist halt in Folge. Ja, die Manowar, die würde ich auf jeden Fall behalten. Außer es kommt was Besseres. Gorgon. Nee. Dann patsche ich lieber die Manowar. Und dann haben wir jetzt wieder gar keine Punkte. Das heißt, wir brauchen 35.000 Punkte, um hier dieses Endgame-Ding abzuschließen. So, und das war's mit dieser Runde. Nach anfänglichen Fails läuft es dann jetzt wieder, zum Glück. Was können wir eigentlich noch holen, frage ich mich gerade. Stamina Up wäre jetzt, glaube ich, nicht das Beste. Ich glaube, ich hole echt Deadshot, weil ich ja eh mit Controller zocke. Wie sehe ich ja automatisch auf den Kopf? Das könnte also ganz praktisch werden. Ach nee, Nuke. Och nee. Was soll das denn? Ich habe jetzt ein bisschen Zeit bekommen, immerhin. Schon wieder eine Death Machine. Wie oft denn noch? Kommt verdammt oft vor, der Kram. So, hinter mir sind einige. Die dürfen alle gerne sterben. Ja, der da hinten auch. Der hier auch. Der auch, der auch, der auch. Die kommt von jeder Ecke gerade. Also ich glaube, ich bleibe lieber nicht in der Mitte, weil es einfach zu viele Wege gibt, wo die herkommen können. So, weg mit euch. Deadshot hilft da schon ordentlich, wenn du mit Controller zockst. Oh shit, da kommt jetzt... Oh nein. Oh nein. Ey, wie schnell das hier passiert. Eine Millisekunde lang, nicht 100% konzentriert. Und schon hast du da 1000 Zombies um dich und du kannst halt einfach nicht ausweichen bei dieser kleinen Map. Beziehungsweise bei diesem kleinen Gang hier. Aber auf jeden Fall, Leute, würde ich mal sagen, das war's von Combine Zombie. Ich hoffe, es hat euch trotz des Downs gefallen. Aber auf jeden Fall, Leute, war es jetzt von diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Ganze hier gefallen hat, vergesst natürlich nicht, das Video mit einem Daumen nach oben zu bewerten. Und ihr wisst, was zu tun ist. Hashtag kauf mein Merch. Ja, auf jeden Fall war es jetzt von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüssi. Boah, da ist mir warm. Mit diesem wunderbaren Hoodie, der einen richtig schön warm hält in der kalten Jahreszeit.